Leute, damit geht's heute weiter mit Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Ich habe mir in der letzten Folge, nicht in der letzten Folge, ich habe mir offscreen einfach das Pokémon gefangen, damit ich halt weiterkomme ein bisschen. Ich brauche unbedingt Wasser-Pokémon. Keine Sorge, das ist nur vorübergehend. Ich habe mir Quapsel gefangen, hat auch den folgenden Grund, da ich die Entwicklungsstufen-Reihenfolge brauche. Dachte ich mir, jetzt fängst du mal Quapsel, jetzt baue ich es mir kurz eben noch schnell auf und dann kümmern wir uns ein bisschen um Saffronia City. Ja, was brauchen wir dann? Wir brauchten ein Wasser-Pokémon und das ist mir halt in dem Moment ist es sinnvoller. So, siede Wasser erstmal rein. So. Okay. Das kann schon mal gut ertragen. Ich habe es auf Route 23 gefangen. Da, wo ich eigentlich mein eigentliches Team gefangen wurde. Aber ich nehme noch ein anderes Wasser-Pokémon ins Team. Definitiv werde ich mein anderes Wasser-Pokémon ins Team nehmen, was auch nicht so häufig ins Team genommen wird. Ich denke mal Quapsel, Quappo, das wird schon sehr häufig genommen. Und ich weiß noch nicht, schauen wir mal. So, erstmal Surfer mit rein. So, und Fliegen. Wird wahrscheinlich keiner erkennen, ne. Gut, okay. Heute ist Saffronia City dran. Wenn wir erstmal die Safe Company unter Kontrolle haben, dann können wir auf der ganzen Welt Pokémon verkaufen. So werden wir stinkreich. Okay, hier lungert also Team Rocket ein bisschen rum. Also das ist doch die Höhe. Lass uns gefälligst durch. Nein, nein und nochmals nein. Ich nehme meinen Wachdienst ernst und habe strikte Anweisungen. Kein Zutritt für Unbefugte. Unbefugte? Na hör mal, wir gehören doch zum selben Team. Jetzt reiz, meine Geduld ist am Ende. Da hast du deine Scheißbefugnis. Jesse, warte auf mich. Blup. Sieht so aus, als wäre der völlig weggetreten. Hey, ich fühle mich wunderbar, wenn ich etwas Böses tue. Ja, dieses Gebäude lassen wir ziemlich bewusst mal aus. Das kümmern wir uns in späteren Zeit rum. Wir kümmern uns erstmal ein bisschen um die Stadt. Der Boss hat gesagt, dass die ganze Stadt Team Rocket gehören wird. Was haben wir hier? Trainerfanclub. Gucken wir mal. Bruno von den Top 4 ist mein Vorbild. Seine Kampfattacken sind unschlagbar. Sein Sixpack ist das härteste in ganz Kanto. Sein Bizeps ist so groß wie ein Berg. Ich glaube zu trainieren, bis ich so gut bin wie er. Ich sag dir eins, Lorelei von Top 4 ist eine Nummer für sich. Sie ist so cool, dass sie ihr Gegner mit ihrem eisigen Blick einfrieren könnte. Offenbar ist der Arenaleiter von Vatania City ein einziges Mysterium. Niemand weiß, wer es wirklich ist. Und das war total verrückt. Ich muss es doch unbedingt wissen. Ja gut, das ist klar. Das ist immer noch ein Rätsel, wer das überhaupt letztendlich ist, ne? Das wissen wir noch nicht mal. Kennst du Major Bob aus der Arena von Urania City? Ich bin sein größter Fan. Was? Du hast ein Autogramm von ihm? Da werde ich ja grün von Neid. Oh, mein liebster Trainer, das ist doch mal schwierig, so eine Entscheidung sich zu entscheiden. Finde ich ganz cool. Die Major Bob finde ich eigentlich auch ganz cool. Es gab vor Jahren mal Karneval, da habe ich mich als sehr verkleidet. Weil Raichu gehört eigentlich zu einer meiner Lieblings-Pokémon und der hat ja eins. Und ich habe deswegen ja meins auch im Team. Ein Belieber, es war teuer, aber komm, für mich unfähig gewordene Pokémon werden damit wieder fit. Das ist toll, findest du nicht? Okay. Ein Topschutz hält würde Pokémon länger von dir fern als ein Superschutz, glaube ich. Ja, wir brauchen jetzt gerade gar nichts momentan, was das betrifft. Wir hätten mal wieder genug Kohle jetzt. Aber ich habe mir jetzt ja mal einen Blattstein und einen Wasserstein gekauft. Den Wasserstein, um später Quapo zu entwickeln. Naja. Dieses Gesinde von Team Rocket, egal wie viele wir von ihnen auch Dinge festmachen, sind einfach kein Ende. Hey, wenn du dich in den Weg stellst, kannst du mit Wasser leben. Ja, ich sag ja, so froh, dass sie dir zwei Arenen. Und die eine, die kümmern wir uns nachher, kümmern wir uns. Ah, doch, dann was wird heute passieren. Was willst du? Hau ab, Mann! Hier. Die Nachahmerin ist echt süß. Ich habe gehört, dass sie ein großer Pipi-Fan ist. Wenn ich mal eins fangen sollte, werde ich sie gleich zeigen. Ich habe eins.
Und vielen Dank für deinen Brief. Ich möchte dich so schnell wie möglich treffen. Hey, mein Brief geht dich gar nichts an. Au, pass auf, wo du hintrittst, du Trampel. Also hier können wir theoretisch rein. Frage ist, ob wir jetzt schon da rein sollen. Na, wir machen das noch einmal. Pass auf, wir machen heute das Dojo. Wollen wir jetzt eigentlich durch sein mit der Folge? Also nicht mit der Folge, mit der Erkundung der Stadt. Das heißt, heute gehen wir ins Kampfdojo. Ich bin der Trainer-Coach, der dem Kampfdojo zugeteilt wurde. Ha ja! Ich bin mit großem Kampftalent gesegnet. Möchtest du mit mir aufnehmen? Möge der Kampf beginnen. Ha ja! Trainer-Coach gewinnen. Was ist das nur für zwei Pokémon? Okay, du hast Mashok. Ja, wie gesagt, es ist keine offizielle Arena. Es ist wirklich nur so ein. Ja, wie gesagt, so ein Karate-Dojo. Gut. Ach Gott, okay. Also deutlich drüber vom Level her. Eigentlich sollte man das gar nicht sehen sein. Naja, gucken wir mal. Wir machen das schon wieder. So. Was kriege ich von dir? Das Mashok ist schon mal down. Okay, Electek ist kein Problem, bei Electek hauen wir mit dem Links weg. Ein Schlagbohrer. Ja. Level 33, wird das. Macht das nicht groß. Lager. Jetzt schon Level 43. So, betrete ich Glück. Besiegt. Ha ja, gnadenlos verloren. Ein hervorragender Kampf. Ich möchte, dass du das hier annimmst. Für den 23-Dollar-Schlag. Der TM 23 beanhaltet die Attacke Dollarschlag. Damit setzt du deinem Gegner mit einer elektrisch geladenen Faust zu. Ja, gut, die haben wir ja schon. Ganz schön frech von dir, einfach so in unser Kampfdojo einzuschleichen. Heia! Schwarzkot Shigeru mit einem Pokémon und einem Rasov. Ich müsste hier locker ein Psycho-Pokémon drin halten können, aber ich hab keins. Noch nicht. Warte. Vielleicht ist er am nächsten Orden. Naja, jedenfalls sollte diese Arena nicht das große Problem sein, weil. Ja, Level 31. Lass mal dieses Rasov kurz weg. Oh, das müsste auch mein Pokémon gewesen sein. Dann reicht Level 18. Der nächste, der auf der anderen Seite stand. Meine Fäuste kennen keine Angst, dicht es ihnen zu hart. Ich habe täglich darin Felsen mit bloßer Hand zu zerschmettern. Ah ja. Noch ein weiterer Schwarz. Oh, gut, das ist wie gesagt klar. Oh, Georg. Das ist ja eigentlich fast mit einem Marschall oder so gerechnet. So, okay, machen wir es trotzdem. Durchbruch nochmal, gut ist. Und wieder ein. Was besiegt. Ah, gut, deswegen konnte dem keinen Donnerschlag einsetzen, weil ich ja mit dem Links-Pokémon komme. Mit dem Boden-Pokémon momentan komme. Ich habe eh nichts momentan, was ich groß einsetzen kann. Ich habe kein passendes Pokémon, also noch nicht, wie gesagt. Kommt alles noch. Du scheinst dir gut zu sein. Zeig mir, was du kannst und halte dich bloß nicht zurück. Ja.
So, okay, ein weiteres Pokémon, was uns ein bisschen schaden kann, nämlich ein Quapuzzi. Ja, sag ja, es kommen jetzt tatsächlich noch normalerweise jetzt die Menti, Rasa, Marshock, Macholo und so weiter, aber ich denke auch, denn ein Quapuzzi sollte eigentlich trotz Typennachteil ohne Probleme weggehauen werden, ja, klar. Ja, wir sind 13, 14 Level drüber. Was sollte das jetzt groß irgendwie. Ja, die Arena, das Ding ist durch. Und dann machen wir kurz ins Dojo und dann in der nächsten Folge gehen wir dann in das große Gebäude. Ah ja, stopp, zieh deine Schuhe aus. Und da brauchen wir wahrscheinlich zwei Folgen für. Ich glaube nicht, dass wir es in einem Buch kriegen. Deswegen hätte man 10 Stockwerke. Und dann gehen wir in die Arena. Wenn wir das haben, können wir für unser Team ein bisschen ein lokaler Team aufbauen. Ich brauche Minimum noch einen Orden. So, haben wir dann mal kurz jetzt eben das Mashup mal down. Gut, oder? Aber sein Überroller, der macht gar nichts aus. So, dann der Feuerschlag, der holt das Mashup weg. Donnerschlag brauche ich keinen Pokémon beibringen, Raichu kann es. So, und jetzt du. Willkommen im Kampf-Dojo. Ich bin der Charaktermeister und zuständig für die Ausbildung der Schüler. Wenn du nach einer Herausforderung für Körper und Geist suchst, bist du hier an der richtigen Adresse. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich unter keinen Umständen zurückhalte. Ah ja! Also es gibt keinen Ort. Mal gucken, was es gibt. Was hast du? Ein Pokémon. Quapu! Ich sag ja, ich das... Wird mich ein bisschen hammerwartig. Okay, Schlagbohrer. Vielleicht reicht es. Heile Leben. Und dann habe ich danach auch Quapu, wenn sich das entwickelt. Also in 45 gereicht. Dann würde ich wieder ein anderes, das ich bekomme. Ich habe aber lange überlegt, wirklich. Da habe ich wirklich lange überlegt, ob ich das nehmen soll. Eigentlich war es der Plan sogar. So, der Karatemeister ist besiegt. Und dann haben wir das Ding am Schädel. Ich bin dir eindeutig unterlegen. Doch ich lehre an, das im Leben unseres Kampfdojos nicht als Trophäe mitzunehmen. Stattdessen biete ich dir eines meiner wertvollen Kampf-Pokémon ein. Einmal Kikli oder Nocturne. Damit hatte ich erwartet, dass er das für mich einsetzt. Bitte, du darfst doch völlig frei wählen. Gut, da wir ein Kampf-Pokémon mit einer Faust besitzen werden, nämlich mit Quapu dann eine Weile. Das wird dann so lange drin im Team bleiben, bis wir da durch sind. Damit ich halt wirklich ein Wasser-Pokémon habe, werden wir jetzt auf Kikli gehen. Ja, bitte. So, und dafür können wir den nächsten Eintrag. So, Kikli brauchen wir nicht. Jetzt nur nicht gierig werden, Mann. Du darfst doch ein Pokémon suchen. Gut, gut. Dann haben wir's, liebe Leute. Dann gehe ich kurz zum Pokémon Center. Ja, liebe Leute, die Folgen sind manchmal etwas kürzer. Hier wollen wir dann nämlich am Rhein. Geht das eigentlich? Hier ist wie ein Pokémon. Ne, geht nicht. Ein Pokémon Schild könnte man da nämlich noch eine Pose mitmachen. Aber scheinbar geht das hier nicht. So, wir gucken uns jetzt kurz im an.